Die Fehlerrate ihrer Upload-Filter geben Hersteller mit offensichtlich auch noch geschönten 1% an. Aus diesen Zahlen kann man aber das Verhältnis errechnen von zu Recht und zu Unrecht gesperrten Inhalten. Auf 100 zu Recht gesperrten Inhalten kommen 10.000 zu Unrecht gesperrter Inhalte. Das sind jährlich etwa 30 Millionen unrechtmäßig gesperrte Inhalte. Diese Dimensionen, diese eklatante Verletzung der Verhältnismäßigkeit, die meinen wir, wenn wir von einer Einschränkung der Meinungsfreiheit reden und von eingeschränkter digitaler Teilhabe. Wer ein solches Internet nicht will, der sollte dagegen protestieren, unter anderem bei den Massendemos am 23. März. Noch können wir diesen Angriff auf unsere Grundrechte und Kultur verhindern. Denn wir sind viele, wir wissen, wovon wir reden, und wir sind keine Bots.